Frau Leukefeld, Sie waren zuletzt vor gut 3 Monaten in Damaskus und sind jetzt wieder da. Wie macht sich der Krieg direkt in der Hauptstadt bemerkbar? Was hat sich seit Ihrem letzten Besuch geändert? Also das, was mir als erstes aufgefallen ist, als ich Mitte Oktober jetzt wieder hierher gekommen bin, war, dass der Krieg tatsächlich auch die Stadt erreicht hat oder Außenbezirke der Stadt erreicht hat. Sehr hörbar durch Detonationen und Sprengstoffexplosionen und auch durch Luftangriffe der syrischen Luftwaffe. Also das hat es im Juli nicht gegeben und im August, als ich das letzte Mal hier war. Wenn Sie sich in der Stadt bewegen und mit den Leuten sprechen, was wird Ihnen geschildert, wie sich das Geschehen im Land auf den Alltag der normalen Bevölkerung auswirkt? Also die Leute, mit denen ich spreche, sind alle sehr bedrückt. Das muss man sagen, das hat sich verstärkt. Das ist eigentlich seit Beginn der Unruhen und der militärischen Auseinandersetzung sind die Menschen wirklich sichtbar bedrückt und traurig über das, was in ihrem Land geschieht. Ich spreche mit Inlandsvertriebenen, die aus dem Umland oder aus den Vorstädten von Damaskus vertrieben wurden durch die Kämpfe. Sie berichten eigentlich alle, dass bewaffnete Gruppen in ihre Wohnungsbezirke, also in ihre Wohnbezirke eingedrungen sind, dass daraufhin dann die Sicherheitskräfte und der Armee diese bewaffneten Gruppen zurückgedrängt haben, dass sie als Zivilisten sich extrem unsicher gefühlt haben und versucht haben, halt ihre Wohnungen zu verlassen. Teilweise sind sie auch dazu aufgefordert worden, von einer der beiden Kampfseiten ihre Wohnung zu verlassen. Und nun leben sie bei Verwandten in sehr beengten Verhältnissen. Ich habe von einer Familie gehört, die haben also insgesamt 6 verschiedene Familienangehörige aufgenommen, die sich jeweils ein Zimmer in der Wohnung teilen. Manche leben in preisgünstigen Hotels und warten ab, wie es weitergeht. Viele sind aber auch in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen oder Sporteinrichtungen untergebracht und werden dort vom syrischen Arabischen Roten Halbmond und von dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz versorgt mit Lebensmitteln, mit Decken. Jetzt wird es ja Winter, es ist nachts kalt und darunter leiden die Menschen. Wer noch in seiner Wohnung sein kann, ist damit konfrontiert, dass der Alltag sehr beschwerlich geworden ist. Der Transport innerhalb von Damaskus ist sehr schwierig geworden. Viele Straßen sind abgesperrt. Dadurch staut sich der Verkehr unglaublich auf den Straßen, die noch frei sind. Es ist alles teurer geworden. Der Bus ist teurer geworden. Das Taxi ist teurer geworden. Und natürlich die Lebensmittel sind enorm teuer geworden. Also die ganze Situation hat sich enorm verschärft. Man liest auch hier immer wieder von schweren Bombenanschlägen, auch in Damaskus, Autobombenanschlägen vor allen Dingen. Gegen wen sind diese Anschläge eigentlich gerichtet und welche Zwecke verfolgen sie und wer führt sie aus? Kann man das sagen? Es gibt keine Aufklärung darüber, wer tatsächlich diese Anschläge durchführt. Es gibt teilweise Erklärungen von Seiten oppositioneller Gruppen, die allerdings im Allgemeinen im Ausland sitzen, die zum Beispiel dann sagen, dieser Anschlag hat in der Nähe eines Gebäudes des Sicherheitsdienstes stattgefunden oder in der Nähe einer militärischen Einrichtung. Und so vermutet man, dass möglicherweise Aufständische hinter diesen Anschlägen stecken. Andererseits muss man sagen, dass alle Bombenanschläge der vergangenen 2 Wochen oder auch 3 Wochen, die hier in Damaskus und Umgebung stattgefunden haben, immer in Wohnvierteln stattgefunden haben oder auf Straßen, auf belebten Plätzen. Und dadurch sind natürlich sehr viele Zivilisten ums Leben gekommen. Aber letztendlich kann man nicht genau feststellen, wer die Urheber dieser Anschläge sind.
Es sind mit Sprengstoff, gefüllte Fahrzeuge, die mit Fernzündung offensichtlich zur Detonation gebracht werden. Aber es gibt auch Anschläge mit Mörsergranaten auf Wohnviertel. Da ist dann wiederum zu lesen, zum Beispiel in Facebook, es gibt ja hier eine ganz aktive Facebook-Gemeinde, die immer kommuniziert über das, was gerade geschieht. Und ein Kommentar im Facebook neulich war zum Beispiel zu einem Mörsergranatenanschlag auf ein sehr dicht bewohntes Wohnviertel hier in Damaskus. Jetzt merkt ihr mal, wie es ist, wenn unsere Viertel immer bombardiert werden. Also da wird auch ein Unterton deutlich, der die Gesellschaft natürlich extrem auch spaltet. Mhm. Syrien war immer ein Vielvölkerstaat, ein sogenannter. Es haben verschiedene ethnische und religiöse Gruppen da miteinander gelebt. Wie wirkt sich denn diesbezüglich nun der Krieg auf dieses Zusammenleben oder dieses Nebeneinanderleben aus? Das wird leider immer deutlicher. Also es gibt einen verbalen und auch täglichen Konflikt zwischen den unterschiedlichen Volksgruppen und Religionsgruppen, der sich auf verschiedenen Ebenen abspielt. Also auf der einen Seite merkt man, dass über bestimmte Fernsehsender zum Beispiel immer wieder transportiert wird, dass der syrische Staat einen Krieg gegen die Sunniten hier in Syrien führt. Die Sunniten, sunnitische Muslime sind hier die Mehrheitsgruppe in der syrischen Bevölkerung. Und diese Fernsehsender transportieren halt diese Aussage, der Staat greift die Sunniten an. Das hat zur Folge, dass es Milizen gibt und Gruppen gibt, die wiederum Aleviten angreifen, denn die Familie des Präsidenten gehört dieser alawitischen Volksgruppe und Religionsgruppe an, die, wenn man es jetzt vom Islam her sieht, eine schiitische Organisation, also eine schiitische Gruppe ist. Und so hat man also diesen Konflikt Sunniten gegen Schiiten. Und man muss einfach sagen, dass das durch die Medien und durch die öffentliche Debatte auch sehr verstärkt wird. Dann hat man wiederum die kurdische Gemeinschaft, die im Norden des Landes lebt, die sich ja ganz explizit versucht, aus diesem Konflikt herauszuhalten, die aber auch immer wieder provoziert werden durch Angriffe. Man hat zum Beispiel Tscherkessen, die auf dem Golan leben, die jetzt in den letzten zwei Wochen gab es da den Versuch, durch Angriffe von bewaffneten Gruppen diese Volksgruppe auch in den Konflikt hineinzuziehen und natürlich auch die Palästinenser, die also in verschiedenen Lagern hier in Syrien leben seit 1948, auch die sollen durch gezielte Angriffe in diesen Konflikt einbezogen werden, obwohl diese ganzen Gruppen, die ich jetzt zuletzt genannt habe, explizit erklärt haben, dass sie also sich aus diesem Krieg heraushalten wollen und damit nichts zu tun haben wollen. Was sind denn das für Angreifer, die dann auf christliche Gruppen oder so Anschläge durchführen? Kann man das genauer sagen? Ja, also das ist richtig. Es hat ja auch hier in den christlichen Vierteln Sprengstoffanschläge gegeben. Also es gibt ja Gruppen, die einem extremen Islam folgen, Dschihadisten oder Al-Qaida-Gruppen, die also sicherlich die Christen auch deswegen angreifen könnten, muss man explizit sagen, weil sie sich auch versuchen, aus diesem Konflikt herauszuhalten, beziehungsweise eher dieses Regime auch stützen. Aber wie gesagt, man weiß nicht immer genau, wer tatsächlich dahinter steckt, hinter diesen Anschlägen und hinter den Angriffen. Im Norden des Landes habe ich also von Kurden gehört, dass die also sehr stark den Eindruck haben, dass von der Türkei her solche Gruppen über die Grenze kommen, um die Kurden direkt anzugreifen und in einen Konflikt zu verwickeln.
Und wer nun die Tscherkessen auf dem Golan angreift, also das ist wirklich ein großes Fragezeichen. Die haben wirklich also sich aus diesem Konflikt völlig herausgehalten. Und man weiß wirklich nicht. Man kann nur vermuten, dass durch diese ganzen Angriffe insgesamt die Gesellschaft destabilisiert und verunsichert werden soll, dass also auch Misstrauen gesät werden soll, was dazu beiträgt, dass die Menschen sich auch voneinander trennen und sich voneinander absetzen und distanzieren. Das ist ein Muster, das einem aus dem Irak bekannt vorkommt. Kann man das so vergleichen? Das war ja und ist nach wie vor die große Angst der Syrer, dass es ihnen so ergehen wird wie den Irakern. Also ich möchte es noch nicht wirklich mit Irak vergleichen, auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass zum Beispiel die Art der Sprengstoffanschläge, wie sie hier in Damaskus oder auch in anderen Städten stattgefunden haben, durchaus ein Muster haben, wie es auch in Bagdad gewesen ist, also in den Jahren zwischen 2004 und 2007, aber eigentlich ja bis heute noch. Jeder Konflikt hat natürlich auch ein eigenes Gesicht, jede Gesellschaft hat auch eine eigene Struktur und Befindlichkeit. Aber man muss sagen, dass es zumindest in die Richtung geht, wie es im Irak geworden ist. Es hat vor wenigen Tagen in Doha ein größeres Treffen von Oppositionsgruppen gegeben. Wer hat sich da an Oppositionsgruppen versammelt? Also welches Spektrum der Opposition oder war es vielleicht die ganze Vielfalt der syrischen Opposition, die sich da versammelt hat und was ist dabei rausgekommen? Was für Ergebnisse hat es gegeben? Also die einzelnen Namen der Gruppen, die sich dort beteiligt haben, ist mir nicht bekannt. Das heißt, dass also eine Vielzahl von syrischen Oppositionsgruppen, vielleicht waren es 30 ungefähr, also das war so eine Zahl, die ich mal gelesen habe, dort versammelt haben. Die beiden Hauptgruppen sind auf jeden Fall der syrische Nationalrat, der ja auch die ganzen letzten Monate über immer schon bekannt gewesen ist und aufgetreten ist. Eine weitere Gruppe ist aufgetreten, um den syrischen Geschäftsmann und Oppositionellen Riad Seif, der also ein Bündnis von syrischen oppositionellen Geschäftsleuten gegründet hatte. Er lebt in Deutschland, glaube ich, im Ausland auf jeden Fall. Er ist nicht mehr in Syrien. Es gab also Druck von Seiten der USA, von Seiten Europas und der Golfstaaten, dass diese verschiedenen Gruppen der Opposition sich zusammenschließen sollen. Sie haben nun eine nationale Koalition der Oppositionskräfte und der syrischen Revolution gebildet und haben sich einen Vorstand gegeben aus 50 Personen. Da ist auch der syrische Nationalrat drin vertreten. Und der Vorsitzende dieses Gremiums ist Herr Muaz al-Khatib. Er war früher hier der Imam der Umayyaden-Moschee in Damaskus und er hatte sich der Opposition angeschlossen, war einige Male im Gefängnis und hat sich dann im Juli dieses Jahres nach Kairo abgesetzt. Dieses Gremium, man wird sehen, ob die sich vertragen, was sie auf die Beine stellen. Auf jeden Fall bekommen sie die Unterstützung der Amerikaner, der Golfstaaten und von Europa. Wer auch diesem Gremium erstmals angehört, so heißt es jedenfalls, sind Vertreter der bewaffneten Aufständischen. Wer das im Einzelnen ist, kann ich nicht sagen. Es heißt, es sei der Revolutionäre Militärrat. Also angeblich haben sich die bewaffneten Aufständischen zu Militärräten in den einzelnen Städten zusammengeschlossen und das Obergremium dieser Militärräte soll also nun auch in diesem neuen Gremium vertreten sein. Das lässt sich schwer verifizieren, wer das im Einzelnen ist, was diese Militärräte nun für eine Position vertreten, aber es ist auf jeden Fall so, dass also die bewaffneten Gruppen auch jetzt diesem neuen Gremium angehören. Interessant ist in dem Zusammenhang vielleicht noch, dass der neu
gewählte Vorsitzende des syrischen Nationalrates, Georges Sabra. Er ist hier aus der Umgebung von Damaskus. Er hat geantwortet auf die Frage, was braucht die syrische Opposition am allerdringendsten? Und da hat er gesagt, wir brauchen Waffen, Waffen, Waffen. Das heißt, sie orientieren sicherlich auch weiterhin auf eine militärische Lösung zum Sturz der hiesigen Regierung und von Präsident Bashar al-Assad. Es ist allerdings so, dass innersyrische Oppositionsgruppen nicht eingeladen waren beziehungsweise nicht teilgenommen haben an diesem Treffen. Und die innersyrischen Oppositionsgruppen sind nicht zu unterschätzen. Sie zeichnet vor allen Dingen aus, dass sie keine militärische Lösung wollen, dass sie eine gewaltlose Entwicklung wollen mit einer Übergangsregierung hin zu Neuwahlen des Präsidenten und des Parlaments. Was sind die Gründe dafür, dass explizit die USA unzufrieden war mit der bisherigen Struktur des syrischen Nationalrats, also wenn da eine Neustrukturierung jetzt in Gange kommt? Der Hintergrund dieser Kritik von Seiten der Amerikaner war, dass sich also über 20 Monate hin diese Auslandsopposition nicht hat einigen können und dadurch auch keine wirkliche Kraft entwickeln konnte, weder politisch noch militärisch. Und dass wohl den Amerikanern auch deutlich geworden ist, dass diese Oppositionsgruppen, die im Ausland agiert haben, keine große Unterstützung hier innerhalb des Landes haben. Also die Bevölkerung ist sehr zurückhaltend mit allem, was aus dem Ausland kommt. Die Bevölkerung will auch diese militärische Auseinandersetzung nicht. Es gab also ein sehr großes Misstrauen von der syrischen Opposition hier im Land gegenüber vielen Vertretern des syrischen Nationalrates. Und das konnte wohl auch die USA nicht mehr länger ignorieren. Und so hat sie dann gesagt, wir müssen jetzt ein neues Gremium gründen und dem müssen auch Leute aus Syrien angehören. Und das sind aber im Wesentlichen Vertreter bewaffneter Gruppen und nicht die in erster Linie die politische Opposition hier aus Syrien. Konnten die innersyrischen Gruppen, die den bewaffneten Kampf ablehnen und die einen friedlichen Wandel wollen, konnten die sich zu einem ähnlichen Bündnis zusammenschweißen oder gibt es da eher eine größere Zersplitterung? Also es ist für die Gruppen hier im Land nicht einfach, sich zusammenzuschließen. Es gab Ende September eine Konferenz von Oppositionsgruppen hier im Land unter dem Motto die syrische Heimat retten. Insbesondere richtete sich diese Konferenz gegen die zunehmende Militarisierung des Konflikts. Es gab einen Aufruf zu einem Waffenstillstand. Diese Gruppen stehen in enger Verbindung mit Lakhdar Brahimi und mit den Vereinten Nationen, mit der UN-Mission, die hier im Land immer noch politisch aktiv ist und Gespräche führt. Aber sie konnten sich also bisher noch nicht wirklich in dem Ausmaße vernetzen und aktiv werden, wie es sicherlich erforderlich wäre. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass einzelne Vertreter dieser innersyrischen Opposition auch immer noch wieder verhaftet werden oder verschleppt werden von Sicherheitskräften oder von Unbekannten. Das ist natürlich eine Gefährdung auch für diese Leute und die Kriegssituation im Land macht es natürlich extrem schwer, eine politische Organisation oder Organisierung hier innerhalb des Landes aufzubauen. Dazu braucht man natürlich auch die Medien und da muss man sagen, dass also etliche dieser Oppositionsgruppen gesagt haben, sie wollen in syrischen Medien nicht auftreten, weil sie diese Medien kritisieren und ablehnen. Mittlerweile ist es aber so, dass sie doch beschlossen haben, mit einzelnen Medien hier zu arbeiten und dort aufzutreten und Fragen zu beantworten, sodass also die syrische Bevölkerung auch mehr über sie erfährt. Denn ausländische Medien ignorieren diese innersyrische Opposition auch im Wesentlichen, sodass die Syrer selber, die ja sehr viel Fernsehen sehen, also von der syrischen Opposition innerhalb des Landes nicht wirklich sehr viel erfährt. Eine sehr interessante Initiative, die jetzt gerade auf die Beine gestellt wird, geht von Frauen aus. Frauen für Frieden in Syrien ist eine neue Initiative,
an der unter anderem auch die Bewegung den syrischen Staat aufbauen mitarbeitet, die, glaube ich, kürzlich auch in Deutschland gewesen ist. Und die wollen also eine Vernetzung von Frauen landesweit erreichen und aufbauen, um für einen gewaltfreien Weg für Frieden hier in Syrien zu arbeiten. Karin Neugefeld, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen auch.